Und wenn wir Tiere finden, auch eine Tierfarm, damit wir uns selbst versorgen können. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was wir denn alles so bauen sollen. Also was Realistisches, nicht Bau New York oder Bau Los Angeles oder weiß auch nicht. Dass wir halt, scheiße, dass wir halt mal ein paar Projekte starten können. Also ich habe ein paar Sachen, die ich ganz gerne bauen möchte. Ein Wüstenschloss hätte ich. Habe ich auch schon gebaut. Einmal auf meiner privaten Welt. Und ja. Jetzt seid ihr gefragt, was wir alles bauen sollen. Ich denke, irgendwann ein Eisenbahnnetz wird auch irgendwann mal noch kommen. Habe ich einmal ein riesiges einen riesigen Bahnhof gebaut. Ich könnte mich jetzt noch in den Arsch beißen, dass ich die Welt gelöscht habe. Aber ja. Apfel. Au. Ja, wegen dem Apfel lege ich mich aufs Maul. Weil Apfel ist einfach ein zu schöner Anblick. Da muss man sich fast aufs Maul legen. Also nicht nur fast, man muss sich aufs Maul packen. Einfach weil das so ein schöner Anblick ist. Dass man einfach umfällt. So. Ich denke, wir werden jetzt diesen Tag noch ein bisschen Sachen sammeln. Und dann werde ich, glaube ich, mal am nächsten Tag mich auf die Socken machen und irgendeinen bewohnbaren Ort suchen mit euch, dass wir uns dort niederlassen können, weil die Bude steht nicht mehr lange. Habe ich gerade beschlossen, dass die nicht allzu lange dort stehen wird. Lags. Ich weiß nicht, woher die kommen. Tut mir leid. Wir werden dieses Holz hier zur Kohle verarbeiten. Zu Holzkohle, um genau zu sein. Weil ich das Holz ziemlich hässlich finde. Können wir uns dort draus dann Fackeln machen und den Ofen einheizen, damit es ab und zu mal ein warmes Steak geben kann. Fledermaus? Wo? Was macht eine Fledermaus auf offenem Gelände? Komm her, du! Ich weiß nicht, was das bringt, wenn ich die jetzt kaputt haue. Ich glaube gar nichts. Ja, dann flieg weg, du dummes Vieh. Flieg. Flieg mit Gott, aber flieg. Oh, Apfel. Ich würde echt gern irgendwo wohnen, wo es Schweine und Kühe und all den ganzen Shit gibt. Weil ich habe keinen Bock, mich da die ganze Zeit von Brot ernähren zu müssen. Und es macht auch doch Spaß, sich um die ganzen Tiere zu kümmern. Also sich so eine riesen Farm anzulegen mit Schweinen und Kühen und Hühnern. Es macht auch ganz viel Spaß. Und was ich vorhin gerade gesehen habe, es gibt Pferde oder Esel oder was auch immer sein soll. Für mich sieht es eher aus wie ein Esel, aber ich glaube, es sollte ein Pferd darstellen. Gibt es ja auch in Minecraft. Ohne irgendwelchen Mod. Das finde ich auch ganz toll. Habe ich erst gerade eben gesehen. Ich wusste nicht, dass das gibt. Ich dachte, es braucht einen Mod. Anscheinend nicht. Kein Apfel mehr? Schade. Wo? Die Sonne steht noch nicht allzu weit unten. Da können wir uns nochmal auf die Socken machen. Aber erstmal ein paar Äpfel schnabulieren. So, dann machen wir uns mal zwei Äxte. So. Und hauen noch mal ein paar Bäume. Ich weiß, wenn ich weniger rennen würde, dann könnte ich mir das ganze Essen sparen, aber ja, langsam ist nichts für mich.
Und schon geht das ganze Baumverkloppen ein bisschen schneller. Was ich auch ganz gerne tun würde, ist im Dschungel leben, aber da können wir halt schlecht eine Farm anlegen. In dem Dschungel lässt sich's nicht so gut farmen, weil man da einfach vor lauter Bäume keinen Platz hat für eine Farm. Ich glaube, ich habe so im Augenwinkel was ganz Geiles entdecken können. Da ist so eine Lagune. Hm. Wo gibt's hier... Da gibt's Bäume. Ich will mal ganz kurz hochklettern, um mir das anzuschauen. Hm. Hier haben wir einen riesigen Wald gefunden. Ich glaube, ich werde nachher mal in die Richtung gehen, bis ich irgendwie Pferde oder Schweine oder Kühe finde, die ich mir reinziehen könnte. Beziehungsweise mit denen ich dann eine Farm machen könnte. Und sobald wir dann kleine Babyschweine oder Babykühe haben, werden wir uns die dann in den Ofen packen. Also das ganze Schwein. Und das uns dann reinziehen, ne? Lag schon wieder. Ich glaube, jedes Mal, wenn Fraps cuttet, gibt es einen kleinen Ruckler. Ist es? Ist es Eisen? Ach nee, das ist Lehm. Nehmen wir mal mit. Wenn es nichts bringt, schadet es nicht. Da haben wir Kohle. Der Ausflug hat sich definitiv gelohnt. Das ist Stein. Im Wasser baut man langsamer ab, dann stehen wir hier und hauen das von hier aus. Hau das weg. Nachher müssen wir uns bald mal an den Rückweg machen. Ah, schade. War schon alles, aber besser als gar nichts. So. Die Sonne geht langsam schlafen. Wir können nicht schlafen, weil wir kein Schaf finden. Aber wir können uns für das Umsiedeln vorbereiten. Ich werde in der Nacht schon mal anfangen, das Haus zu demolieren. Und sobald es dann hell ist, werden wir uns dann verziehen. Und uns auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen. Hat es hier noch irgendwo einen Apfel, den wir nicht gefunden haben? Sieht nicht so aus. Schade. Da hinten war noch ein Huhn. Das will ich auch noch kurz klein hacken. Also beziehungsweise den Kopf abhauen. Damit ich das über Nacht braten kann. Oh, das sind sogar zwei. Drei Hühner. Die kann ich über Nacht braten, damit wir für den nächsten Tag genügend Nahrung haben. Komm her, du. Oh, ein Ei. Das heben wir uns auf. Komm her. Das Ei heben wir uns auf. Vielleicht schlüpfen wir... Die Hühner lassen wir, die legen vielleicht noch ein Ei. Dann können wir uns die Eier morgen holen. Und dann vielleicht eine Hühnerfarm errichten. Weil bei meinem Glück werden da wahrscheinlich keine Hühner spawnen. So. Aber noch so einen Sandstein rein. Gut, dann hauen wir hier die Kohle rein. Und dann die Steaks. Die Hühner. Es wird Nacht. Dann, nee, den Ton hauen wir später rein. Wir brauchen erstmal Holz. Bin ich doof. Wir haben noch ein zweites Huhn. Danach hauen wir das Birkenholz da rein, damit wir Kohle haben. Dann kommt der Lehm dran. So, gebratenes Huhn, lecker. Aber erst hauen wir uns die Äpfel rein, damit wir uns über Nacht regenerieren können und uns morgen dann nochmal voll ins Getümmel stürzen können. Das Ei hebe ich mir auf. Wir bauen jetzt Werkzeug. Ich baue mir noch eine Schaufel.
Ich baue eigentlich immer so zwei Dinger. Also zwei, außer vom Schwert. Eine Axt macht genau gleich viel Schaden wie so ein Holzschwert. Das ist ja geil. Dass eine Schaufel nicht allzu viel Schaden macht, das kann ich mir vorstellen. Ah, aber, ja gut. Wenn ich ein Steinschwert hätte, würde es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr reinhauen. Aber naja. Gucken wir mal, was draußen so abgeht. Da hinten sind zwei Skelette. Da. Du siehst mich nicht. Alter. Creeper ist da vorne keiner. Aber ich baue sicherheitshalber wieder zu. Nicht, dass wir hier noch weggesniped werden. Das wäre ganz doof. Ja, ist jetzt ziemlich unspannend eigentlich, weil wir wirklich nur darauf warten, dass hier, dass es wieder Tag wird. Weil ich habe hier keinen Bock, das Ganze umzubuddeln und dann am Morgen nochmal zuzumachen, weil wir wollen hier schließlich wieder uns verziehen. Sobald es anfängt zu dämmern, werde ich hier das Dach mal raushauen. Dann das oberste Ding hier. Und dann, wenn es dann Tag ist und ich das Haus gesichert habe, dann gibt's, dann will ich das ganze restliche Holz noch zu kleinem Holz verarbeiten. Und dann können wir uns auch schon verziehen. Mach hinne. Müssen wir sonst noch was braten? Ja, den Ton müssen wir braten. So, dann machen wir jetzt noch ein paar Fackeln. Kann nie schaden. Schöne Minecraft-Musik. Schöne Minecraft-Musik. Das sollte reichen. Ich schaue immer, weil... Na, wir haben zwar hier Fackeln. Eigentlich sollte auf dem Dach nichts spawnen. Hatte ich aber auch schon, dass auf dem Dach mir ein Creeper gespawnt ist und mich dann freundlich begrüßt hat. Und sich dachte, hey... Wir schmeißen jetzt in deiner Bude eine Party. Ich lade mich einfach mal selbst ein. So. Es ist Mitternacht. Das ist ganz, ganz schön. Das heißt, die halbe Nacht haben wir schon hinter uns. Ich schaue noch mal, was sich draußen so tümmelt. Da haben wir einen Zombie. Da haben wir gar nichts. Da ist immer noch das Skelett. Lassen wir mal offen, dann können wir ein bisschen lüften. Ist hier so stickig hier drin? Was ist auf dieser Seite los? Ah, gar nichts. Diese Seite? Auch nicht viel. Und hier? Da oben ist auch ein Skelett. Jetzt ist unser Haus löchrig, wie so ein Schweizer Käse. Hinten ist noch ein Skelett. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Es dürfte aber langsam aber sicher die Dämmerung einbrechen. Eigentlich müsste bald der Mond hier vorne zu sehen sein. Die Sterne bewegen sich auch schon. So, ich denke, diese Fackel brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja einen Ofen, der uns Licht spendet. Sicherheitshalber poppe ich hier noch einen hin. Oh, Spinne, 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 Spinne. Du bist so fett, du kommst hier nicht rein. Oben auch nicht. Komm her. Ich fiste dich weg. Aber hier könnte so ein Mini-Zombie, ne? So ein Baby-Zombie reinkommen, der ist hier klein genug. Kollege, komm her. Ich hau dich weg. Ich hau dich weg. Komm her, wenn du dich traust. Gegen Meister Swiss Soccer zu kämpfen. Komm her, du. Au. Au. Yes. Weg.
owned. Weggefistet, wie jetzt ein Kumpel von mir sagen würde. Yes, unsere erste Spinne erledigt. Ich mache hier lieber zu, weil ich habe keinen Bock, dass mir hier so ein Mini-Zombie reinplatzt. Darauf kann ich gerne verzichten. Jetzt, alter Mond, mach hinne. Dummer Mond. Wieso geht die Sonne immer so schnell unter? Der Mond soll mal untergehen. Wir haben einen Faden bekommen. Sobald ich zwei habe, mache ich mir eine Angelroute. Wenn wir morgen nochmal eine Spinne finden, dann hauen wir die tot und machen uns aus dem Faden eine schöne Angelroute, wo wir uns dann Fische fangen können, damit wir von denen auch ein bisschen essen können. Unser Nahrungsplan soll nicht allzu eintönig sein. Da oben kommt er, der Mond. Der Mond. Er geht unter. Die Sonne kommt hervor und wir hauen das Dach langsam ein. Zum Glück gibt es in Minecraft noch keine Gravitation, sonst würde mich das Manöver hier teuer zu stehen kommen. So, jetzt müssen eigentlich alle Viecher entweder krepieren oder friedlich werden. Wenn doch noch eins reinkommt, habe ich ja mein Schwert. Wow! So viel dazu. Komm her, du dummes Vieh. Au. Bam. Leg dich nicht mit Mr. Swisszucker an. Leg dich nicht mit einem Schweizer an, Kollege. So. Dann hauen wir kurz das Holz hier kaputt. Die Sonne geht schneller auf, als ich dachte. Scheiße. Weniger Zeit, um uns einen Ort zu suchen, wo wir eine Bude errichten können. Aber safety first, ne? Den lassen wir hier noch ein bisschen backen. Der ist nochmal so eine Scheißspinne. Bist du friedlich? Ach, du versinkst einfach im Erdboden. Das finde ich auch gut. Hauptsache, du lässt mich in Ruhe. Bauen wir das hier weg. Dann können wir nachher uns die Spinne krallen und die zu Kleinholz verarbeiten. Wehe, du springst mich von hinten an. Dann gibt's aber mit Breitseite eins übergezogen. Und bring nicht deine Creeper-Freunde mit. Was übrigens auch ganz witzig ist, wenn so ein Creeper einfach mal so ein Skelett wegbombt. Habe ich auch schon gesehen, dass ich mich halt hinter einem Creeper versteckt habe. Ach scheiße, vor einem Skelett. Hat das Skelett geschossen auf den Creeper und der Creeper ist dann auf das Skelett los und hat das Skelett in die Luft gebombt. Na du, willst du aufs Maul? Willst du aufs Maul? Ne? Komm her du! Stirb! Stirb! Es ist gestorben. Die Spinne ist von uns gegangen. Aber es stört mich nicht. Sehr schön. Der Ton ist fertig gebacken. Mach langsamer, Sonne. Weißt du, der Mond lässt sich Zeit und die Sonne... Ich muss schneller machen. Er darf nicht seine coole Location finden.
Wobei wir uns ja erst noch eine coole Location suchen müssen. Sieht auch so aus, als wäre hier einfach einer mit einem Brotmesser durchgegangen mit dem Sand. So, die Umsiedlung hat begonnen. Hier waren ja noch Hühner, vielleicht waren die ja so freundlich und haben uns ein paar Eier dagelassen. Danke! Dein Ernst? Na. Aber ich glaube, es spawnen keine Viecher. Nur die, die noch überlebt haben, krepieren nicht. Du wolltest mir... Du hast mir ein Ei dagelassen und da unten noch eins, danke. Hast du mir ein Ei dagelassen? Nein, tot. Du? Nein. Gut. Alle, die kein Ei dalassen, müssen sterben. Du hast eins dagelassen, danke. Dann verziehen wir uns mal. Au. Alter, wie viele Hühner! Kein Ei, kein Leben. Ei, Leben. Oh, danke. Drei Hühner, drei Eier, drei Leben. Hier ist, wie Gronkh es nennen würde, die Arschritze. Da unten haben wir Eisen, wenn ich das richtig deute. Werden wir uns nicht mehr allzu weit entfernen. Alter, schon wieder pitchnass. Das sieht hier eigentlich ganz episch aus. Abgesehen von dem... Ja, klar. Eigentlich sieht... Ja, das sieht episch aus hier. Die Bäume da noch wegfisten und... Dann lässt sich's hier leben. Es ist auch scheiße, ich kann die Sonne nicht sehen. Jetzt weiß ich nicht, wie lange der Tag noch dauert. Mann, Mann, Mann. Ist ja auch gar nicht einfach. Und hier haben wir direkt das Meer. Weißt du was? Hier bauen wir die Bude. Aber dafür müssen ein paar Bäume noch weichen. Ich müsste die ganzen Bäume weghauen, nicht nur die unseren zwei Teile. So, ich hau hier einfach mal ein paar Bäume weg. Und dann fange ich mal an mit der Grundsteinlegung, weil allzu lange wird der Tag dann...